So viel haben wir im Jahr 2022 ausgegeben. Das hat uns Vanlife in einem Jahr gekostet. Dann starten wir auch gleich und fangen einfach mal an, was wir denn ausgegeben haben in verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Lebensmittel, Freizeit, Transport, Krankenversicherung und so weiter. Fangen wir doch mal mit unseren Lebensmitteln an. Wir haben in einem Jahr 6.257 Euro für Lebensmittel ausgegeben. Man muss auch sagen, wir haben auf Fuerteventura sehr viel gekocht. Wir waren auch so in der Gemeinschaft zusammen und wir haben viele neue Rezepte ausprobiert. Und ja, was soll ich sagen, wir haben auch nicht so viel zu tun gehabt, ne? Und haben nicht drauf geachtet und haben so ein bisschen ja, daran Spaß gehabt, viel zu kochen. Kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar mobile Daten. Wie ihr wisst, sind wir unterwegs und holen uns im jeweiligen Land immer dann eine SIM-Karte, die wir dann eben einfach brauchen, um unterwegs mobil zu sein. Und das ist jetzt hier zum Beispiel in Spanien Simio. Dafür zahlen wir 15 Euro und haben 100 GB, die wir in einem Monat verbrauchen müssten. Und ja, so viel brauchen wir auch mindestens. Und das sind im Monat Kosten gewesen von 920 Euro. Wir haben auch noch beide eine Prepaid von Vodafone und da zahlen wir nochmal 20 Euro im Monat jeweils, also 40 Euro zusammen. Genau. Genau, und da kommen wir dann auf 920 Euro. Was ihr machen könnt, ist, ihr könntet ja mal unsere Kosten mit euren Kosten vergleichen. Und das finde ich mal ganz interessant, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, wo ihr vielleicht viel mehr ausgegeben habt oder viel weniger. Ja, das ist interessant. Denn ziemlich krass ist, dass wir mehr ausgegeben haben, als wir das uns am Jahresanfang gedacht haben oder auch mal zwischendurch gedacht haben. Wir dachten, wir brauchen viel weniger, aber es ist doch echt viel, viel mehr geworden. Ja, das stimmt. Aber wir kommen auch dazu, wieso es auch so viel mehr geworden ist. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar Geschäftliches. Darunter zählen wir die Apps, die wir für unser Geschäft benutzen. Das heißt Canva, wenn wir Sachen bearbeiten oder Lightroom, Bilderbearbeitung. Oder das Schnittprogramm. Mit dem oder Schnittprogramm, genau. Und da sind wir auf 1.402 Euro gekommen. 300 Euro oder 320 Euro sind alleine das Schnittprogramm. Und wir haben noch unsere Internetseite, also unsere, unsere Website. melindaundavid.de, könnt ihr gerne mal reingucken, da wird auch bald das E-Book veröffentlicht. Da haben wir auch, glaube ich, 330 Euro für das ganze Jahr bezahlt. Kommen wir zum nächsten großen Batzen Geld, das einfach weg ist. Und zwar Kategorie Nummer 4, Shopping. Für Shopping haben wir 4.950 Euro ausgegeben. Was fällt denn da alles rein? Kleidung. Wo ist die Kleidung? Ich weiß auch nicht. So viel Geld für Shopping? Ja, alles. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, Leute. Boah. Ist einfach weg. 4.000, ich habe es auch ausgerechnet, 4.950 Euro. 4 Wochen Berlin, ich sag's euch. Für Shopping. Ganze Buchhaltung kaputt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist Freizeit. Da haben wir zum Beispiel sowas drin wie Netflix, Spotify, Tattoos, die wir dieses Jahr machen lassen haben. Und da sind wir auf 825 Euro gekommen. Das ist gar nicht so viel. Dafür, dass wir so viel Freizeit haben, ist das echt gar nicht so viel. Vielleicht gehen wir shoppen in der Freizeit. Hätte man auch da reinmachen können. Aber wir haben jetzt auch keine Hobbys, wo wir Geld für bezahlen. Also wir gehen jetzt nicht in Vereine und ja, wenn wir draußen Sport machen, dann kostet das nichts. Und Fitnessstudio haben wir auch nicht. Genau, wir haben einmal, die sind auch mit drin, 5 Euro für ein Fitnessstudio auf Fuerteventura ausgegeben. Mit Dusche. Und da haben wir aber duschen können, deswegen war das ganz cool. Dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie, wo auch ein Riesenbatzen Geld, so viel wir ausgegeben haben. Aber das ist auch ein großes Hobby von uns. Okay, also das ist unser Hobby. Das ist eigentlich die Freizeit. Also die nächste Kategorie, Kategorie Gastronomie. Da haben wir satte, wie ich das hier sehe, 5.021 Euro ausgegeben. Da fallen dann so Sachen rein wie, wenn wir Pizza essen gehen. Also da ist auch Restaurantbesuch, Kaffeebesuch, aber auch unseren Kaffee, den wir kaufen. Und wir kaufen unseren Kaffee immer in Röstereien oder in Cafés. Und da zahlen wir halt oft für 250 Gramm Kaffee auch so um die 12 bis 15 Euro. Ich habe mal ausgerechnet, im Monat brauchen wir ungefähr 1,2 Kilo Kaffee und zahlen dafür so zwischen 60 bis 80 Euro. Genau. Dann war ich in Berlin einen Monat, muss sagen, da habe ich gar nicht drauf geachtet, da war ich viel auswärts essen, 1 bis 2 Mal am Tag in 4 Wochen. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Also an alle Berliner, da gibt es großes Einsparpotenzial.
kocht lieber was zu Hause. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist Transport. Für Transport haben wir 3.385 Euro ausgegeben. Darunter fallen die Fähren, die wir gebucht haben. Und zwar auf die Kanaren haben wir schon für One Way 1.000 Euro bezahlt. Dann waren wir auf Sardinien, da haben wir auch hin und zurück 500 Euro bezahlt. Und dann haben wir in Barcelona viel für Uber, also für Taxi bezahlt, weil wir immer vom Campingplatz in die Stadt reingefahren sind. Mit Nusa war uns das mit dem Bus zu anstrengend, es war über eine Stunde. Also haben wir da auch eine Menge an Taxigeld bezahlt und Benzin- und Mautkosten fallen auch mit da rein. Finde ich aber dafür echt nicht so viel. Ja, das ist echt okay. Wir sind aber auf Fuerte, muss man auch sagen. Wir waren ja bis Ende April auf Fuerteventura. Oder bis Ende März. Wir waren bis Ende März auf Fuerteventura und da ist der ziemlich klein, da sind wir auch nicht so viel gefahren. Nee. Und Benzin war da auch etwas günstiger. Ja, wie wir dann zurück nach Europa sind, gab es dann die große Preiserhöhung und da hat dann der Sprit nicht mehr 1 Euro gekostet, wie zu Beginn auf Fuerte, sondern auf einmal 1,60 Euro. Und wir waren 3 Monate in Deutschland, da sind wir auch nicht so viel gefahren. Ja, das stimmt. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Kategorie Haushalt. Da fallen zum Beispiel so Sachen drunter wie, wenn wir beim Bauhaus Sachen geholt haben, um den Van zu renovieren. Das kennt ihr aus einem unserer letzten Videos, wo wir in Valencia waren. Da haben wir zum Beispiel den Beifahrersitz, die Doppelsitzbank rausgetan und haben uns eine Einzelsitzbank geholt, um den Durchgang zu machen. Alleine das hat schon 650 Euro gekostet. Oder wenn wir zum Beispiel auch unseren Van haben wir lackieren lassen in Santander Anfang des Jahres. Da waren wir über fast 3 Wochen lang war der Van in der Werkstatt und wurde von außen komplett neu entrostet und lackiert. Das sind Kosten, die da alle ja mit auch Reparaturen Kosten vom Van fallen da auch mit rein, die Standheizung. Also alles eigentlich ungeplante Kosten, aber da das ja unser Zuhause, unser Büro ist. Also alles rund ums Haus. Ja. Genau, rund ums Haus. Und das sind Kosten von 4.869 Euro. Ja, knappe 500 Euro im Monat, die uns die Instandhaltung gekostet hat. Ich hoffe, dieses Jahr können wir da fast gegen Null gehen, dass da nichts dazu kommt. Ja, dann kommen wir doch zur nächsten Kategorie und zwar Krankenversicherung. Dafür haben wir 900 Euro im ganzen Jahr ausgegeben. Und zwar sind wir beide bei der Ergo Young Traveler Versicherung versichert und zahlen 70 Euro zusammen im Monat. Ja. Und das ist echt cool und klappt auch alles super. Wir sind sehr zufrieden damit. Toi, toi, toi. Ja, ist uns auch bis jetzt ist alles gut gelaufen und brauchen jetzt auch für keine irgendwie größeren Sachen eine Versicherung. Deswegen können wir ja nur positiv. Ja, wir haben sie schon in Anspruch genommen bei genau. Kleinigkeiten, aber es ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Und weil viele von euch interessiert sind, wie wir versichert sind, und zwar, wir sind gar nicht mehr bei der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Wir hatten denen erzählt, was wir vorhaben und durften oder wurden dann quasi befreit von der gesetzlichen Versicherung in Deutschland, weil wir eine Auslandsreisekrankenversicherung haben, die das Ganze ja dann quasi ersetzt. Da anschließend die nächste Kategorie und zwar Versicherung im Allgemeinen. Wir haben ja noch eine Kfz-Haftpflichtversicherung, für die zahlen wir knappe 300 Euro im Jahr. Wir haben eine Haftpflichtversicherung für uns persönlich und was haben wir noch für eine Versicherung? Eine Lebensversicherung, also meine Lebensversicherung und die kostet auch 80 Euro im Monat. Ja, insgesamt haben wir da Kosten im Jahr von 1.849 Euro. Dann geht's gleich weiter zur nächsten und das sind Reise und Unterkünfte. Dafür haben wir tatsächlich dieses Jahr auch viel zu viel ausgegeben, aber daher, dass unser Van in Santander knapp drei Wochen in der Werkstatt war, mussten wir uns halt eine Unterkunft dort mieten und wir waren irgendwie auch zu einer Jahreszeit, wo da auch ein bisschen Urlaub war, ich glaube das war über Ostern, ja. Genau. Und da haben wir auch ziemlich viel bezahlt. Dann jetzt am Weihnachten haben wir uns ein Haus gemietet. Dann haben wir uns mal auf Sardinien eine Unterkunft gemietet und in Valencia. Und da sind wir dann auf Reiseunterkünfte 3.392 Euro und 22 Cent gekommen. Und da sind auch Campingplätze natürlich auch mit reinberechnet. Wobei die sicherlich den kleineren Teil ausmachen. Ja, die sind ja meistens ziemlich günstig. Meistens aber genau. Stehen wir frei und gehen allerhöchstens mal alle 2 Wochen auf den Campingplatz, um da halt ja, Wäsche zu waschen, Wasser aufzufüllen und so weiter. Meistens aber ja,
stehen wir frei. Genau, deswegen macht das, glaube ich, den kleineren Teil aus. Einen ganz kleinen Teil macht Gesundheit und Drogerie aus. Da haben wir knapp 150 Euro ausgegeben. Nee, du bist falsch. Da haben wir 1491 ausgegeben. Oh mein Gott! Ja, und da zählen so nämlich, nee, weil da zählen auch die Tierarztbesuche, die wir jetzt hatten mit Nusa. Da natürlich sowas wie DM und da wisst ihr alle bestimmt, wovon ich spreche, wenn man einmal zu DM geht, dann kommt man unter 100 Euro nicht raus. Das ist wie bei Ikea. Da braucht man nur ein paar Kleinigkeiten und genau. Und ja. Das ist dann, oder mal Apotheke, irgendwelche Sachen, da haben wir 1491 Euro. Ja, das ist dann doch nicht so ein ganz kleiner Teil. Auf das Jahr gerechnet geht's ja. Mhm. Aber ich glaube halt auch, dass seitdem wir Nusa haben, kam da ordentlich nochmal ein Batzen oben drauf, weil wir waren die ersten 8 Wochen 8-mal bei Tierärzten. Ihr kennt das wahrscheinlich auch aus unseren Videos vorher. Aber ja, so ist das halt einfach, wenn man das ist ja, mit Kleinkind. Hat, ja. Genau, mit Kleinhund. Okay. Dann haben wir noch einmal eine Kategorie mit Bargeld. Da haben wir 3279 Euro abgehoben. Was wir damit gemacht haben, weiß ich jetzt nicht genau. Illegale Sachen, können wir hier nicht verraten. Wahrscheinlich auch mal wieder Gastro oder keine Ahnung was. Das kann man natürlich nicht so, wir haben ja keine App, wo wir halt quasi das alles einzeln eingetragen haben, sondern wir haben eine Bank-App, die uns quasi schon kategorisiert, so, was wir für was ausgeben. Und deswegen können wir jetzt das Bargeld nicht so richtig nachvollziehen, für was wir das ausgegeben haben. Ja, aber ich denke, wenn wir auf so Märkten waren, auf so Kunsthandwerkermärkten. Genau. Meistens zahlen wir ja schon mit Karte und ein paar, sorry, wenn die Kamera jetzt ein bisschen gewackelt hat. Wir haben halt einen Hund, der gerade nicht so... Nusa, willst du mal ein bisschen chillen? Ganz neugierig. Ja. Was haben wir jetzt insgesamt ausgegeben im Jahr 2022? Also, ihr wisst ja, wir haben letzte Woche ein Video hochgeladen, wo wir über die Einnahmen gesprochen haben, was wir mit YouTube und Instagram verdient haben. Jetzt in diesem Video erfahrt ihr unsere Ausgaben. Falls ihr wissen möchtet, ob wir ein Plus oder ein Minus haben, könnt ihr euch gerne das Video angucken. Auf jeden Fall hoffen wir, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr auch Lust habt, mit uns weiter zu reisen und uns weiter zu unterstützen, indem ihr unsere Videos schaut und sie liked und kommentiert. Nächste Woche geht es zum Beispiel schon wieder weiter mit einem Reisevideo hier aus dem Süden Andalusiens. Aber jetzt kommen wir zum großen Finale, nämlich den Ausgaben. Ich war richtig überrascht, weil, wie gesagt, wir haben mit 50% oder, weiß ich nicht, mit 60% dessen gerechnet. Ja, dann würde ich mal sagen... Soll ich es verraten? Trommelwirbel. Du hast ausgerechnet, du darfst das verraten. Wir haben insgesamt im Jahr 2022 38.734 Euro ausgegeben. Das sind monatlich 3.228 Euro. Und ehrlich gesagt haben wir gar nicht mit so viel gerechnet. Aber gut, da ist halt alles mit dabei. Alle Renovierungskosten, also einfach unser ganzes Leben, ist ja nicht nur unsere Lebenskosten, die wir im Monat brauchen, wie Essen, Tanken. Genau, etc., sondern halt wirklich alles, alles. Also und auch unser Geschäft, Kosten, ja. Unsere geschäftlichen Kosten sind da mit drin. Also es sind und, David und Melli privat und David und Melli geschäftlich mit dabei. Genau, und das ist jetzt unsere gesamte Summe. Und der Hund ist auch mit dabei. Ja, findet ihr das viel? Kommt ihr da ähnlich auf so ähnliche Zahlen in eurem Lebensstil oder... kommt ihr da auf viel weniger. Wir wissen, dass es auch mit viel weniger geht. Wir waren nämlich beide auch schon mal 16 Monate mit dem Rucksack unterwegs und da haben wir beide im Monat knapp 900 Euro oder sogar noch weniger ausgegeben und sind auch von A nach B gekommen, aber dann halt mit deutlich weniger Komfort. Und ja, ich finde, das ist eine Summe, die dürfte gerne eigentlich noch ein bisschen kleiner sein, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass es jetzt knappe 39.000 Euro sind, die wir zu zweit in einem Jahr ausgegeben haben. Weil man darf nicht vergessen, was wir halt alles sehen und was wir halt alles erleben. Und das kann man eh mit Geld nicht bezahlen. Genau. Das war ein schöner Schlusssatz. Und somit verabschieden wir uns von diesem Video. Genau. Bis nächste Woche. Und ja. Macht's gut. Tschüssi. Ja, was haben wir denn jetzt im Jahr 2022 ausgegeben? So willst du anfangen? Ich würde sagen... So viel haben wir im Jahr 2022 ausgegeben. Dann fang du an. Das ist ein Moderator. Ja, ich bin Moderator, sagt ihr. Okay.